das gefährdet Arbeitsplätze. Ich glaube, das ist der häufigste Satz, der in einer europäischen Zeitung zu lesen ist. Das Prinzip ist immer das Gleiche, ne? Erst wird eine öffentliche Debatte geführt, dann kommt wieder jemand und sagt diesen Satz, das gefährdet aber Arbeitsplätze. Und dann sagen alle anderen, okay, dann nicht. Das ist zu krass, wir dürfen auf keinen Fall Arbeitsplätze gefährden. Ich habe mittlerweile schon den Eindruck, dass Arbeitsplätze mehr Rechte haben als Menschen. Beispiel gefällig? Ja? Jeder Arbeitsplatz bekommt einen Menschen, aber nicht jeder Mensch bekommt einen Arbeitsplatz. Die Hierarchie ist total klar. Erst kommt der Arbeitsplatz, dann der Mensch. Das zeigt sich auch im Alltag. Ich muss zu meinem Arbeitsplatz. Demütigend. Neulich hat hier jemand gerufen, Homeoffice. Ich habe dann geantwortet, Busfahrer. Das gefährdet Arbeitsplätze ist ein schwachsinniges Argument, weil es immer stimmt. Das ist mir neulich beim Zähneputzen aufgefallen. Wenn ich zum Beispiel Zähne putze, gefährde ich Arbeitsplätze beim Zahnarzt. Ja? Logisch, ja. Wenn ich meine Zähne nicht putze, dann gefährde ich Arbeitsplätze in der Zahnpasta- und Zahnbürstenindustrie. Egal, wie ich es mache, ich gefährde auf jeden Fall Arbeitsplätze. Wie komme ich aus diesem Dilemma raus? Ganz einfach. Ich kaufe mir Zahnpasta und Zahnbürsten und putze meine Zähne trotzdem nicht. Alles, was wir haben, gefährdet Arbeitsplätze bei irgendwem. Fortschritt und Toleranz gefährden Arbeitsplätze in der katholischen Kirche, zum Beispiel. Ja. Oder Geschwindigkeitsbegrenzungen gefährden Arbeitsplätze in der Automobilindustrie. Ist klar, ne? Je schneller man fahren darf, desto mehr Autounfälle gibt es, desto mehr Autos müssen wieder gekauft werden, desto sicherer sind die Arbeitsplätze in der Automobilindustrie. So gesehen gefährden Geschwindigkeitsbegrenzungen eigentlich auch Arbeitsplätze in der Versicherungsbranche, in der Gesundheitsbranche, in der Bestattungsbranche, in der Seelsorge. Die 30er-Zone ist ein volkswirtschaftliches Fiasko. In Hamburg wird immer argumentiert, dass die Elbe vertieft werden müsse wegen der Arbeitsplätze im Hafen. Ich weiß, es ist ein verrückter Gedanke, aber vielleicht wäre es cleverer gewesen, einen Hafen direkt am Meer zu bauen, nicht 100 Kilometer landeinwärts. Aber bei Arbeitsplätzen geht es gar nicht um intelligente Lösungen. Es geht um Arbeitsplätze. Strafverfolgung von deutschen Steuerhinterziehern gefährdet Arbeitsplätze in der Schweiz. Der kommt in Deutschland deutlich besser an. Ja. Wobei, neulich habe ich diesen Text auch in Zwickau vorgetragen, nahe der tschechischen Grenze. Und da haben sie überhaupt nicht verstanden, worum es geht. Ne? Hä? Arbeitsplätze? Was ist das? Alles gefährdet Arbeitsplätze. Die Menschenrechte gefährden Arbeitsplätze in der europäischen Waffenindustrie. Arbeitsplätze sind immer das Totschlagargument, vor allem in der Waffenindustrie. Daher kommt das Wort Totschlag. Die Waffenindustrie zeigt sich ja in Debatten dann auch immer ratlos. Hä? Nö, wir haben keine Ideen, wie wir sonst unser Geld verdienen sollen als mit dem Bau von Panzern. Wir können gar nichts anderes bauen. Oder haben Sie schon mal von einer Firma gehört, die was anderes baut als Panzer? Wir nicht. Wir leben in einer Gesellschaft, in der europäische Arbeitsplätze mehr zählen als Menschenleben woanders. Und das ist auch der Kern aller Arbeitsplatzdebatten. Alles ist käuflich, alles ist messbar, alles hat seinen Preis. Die Frage lautet nur, wie viele Arbeitsplätze ist eine Menschenrechtsverletzung wert? Ich hoffe, ihr fandet diese Gedanken gut und sinnvoll. Ihr seid in der Verantwortung. Wenn ihr mich nicht gut findet, dann gefährdet das langfristig nämlich auch einen Arbeitsplatz.